Drum stimmt mit ein aus fern und nah auf diesen tollen Abend ein dreifach Flieger! 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 Dankeschön! Der Orden Wider, die Neidhammel, ist eine Anlehnung an den Aachener Prominentenorden Wider, den tierischen Ernst. Der fränkische Sonderorden soll den Ordensträger gegen all die Neider der Qualitäten des Preisträgers schützen, so der Verein. Dass Hermann eine Auszeichnung in dieser Art bekommen hat, ist schon etwas länger her. Ja, da wurde ich Jungschützenkönig bei uns im Luftgewehrverein. Ja, da habe ich das bekommen. Und dann gab es irgendwann noch mal die Jeanne de Rotisseur. Das war so in den wilden 80er, der späten 80er Jahren. Aber das war nicht so schön wie das. Auch wenn es eine schöne Auszeichnung ist, bedeutet sie, dass der Preisträger mit jeder Menge Neider zu kämpfen hat. Alexander Hermann hat das vor gar nicht allzu langer Zeit deutlich zu spüren bekommen. Es gab ja so Blindbuchungen bei uns im Imperial und im Fränknis, wie wir aufgemacht haben, dass die Leute halt große Tische gebucht haben und dann nicht gekommen sind. Das war so in den ersten 6, 8 Wochen, wo es regelmäßig kommt. Das ist ärgerlich, aber das musst du halt mal aushalten in dem Moment. Das ist natürlich purer Neid, Missgunst und so weiter. Und damit würde ich mal sagen, es hat mich auch ein wenig überrascht, weil ich mit meiner, sagen wir, doch ländlichen Persönlichkeit gar nicht auf das harte Ellenbogengeschäft der Stadt in dem Moment vorbereitet war, weil ich sowas nie tun würde. Nie, weil ein bisschen Karma ist immer dabei, das hält auf einen zurück. Da muss man aufpassen im Leben. Aber mir wurde relativ schnell gezeigt, wie deutlich man sowas spüren kann. Bei dem 5-stündigen Festakt im Maritimhotel in Nürnberg waren rund 500 Gäste geladen. Darunter auch Prominente, unter anderem aus der Politik, wie zum Beispiel Günther Beckstein, der den Orden auch schon einmal bekommen hatte. Im vergangenen Jahr wurde Markus Söder der Orden verliehen. Eigentlich wollte der Ministerpräsident, schon frisch gewählte CSU-Chef, gestern auch mit dabei sein. Allerdings machte ihm ein wichtiger Termin einen Strich durch die Rechnung. Hermann hatte das schon befürchtet. Und ich habe gestern, habe ich noch so auf der Couch gelesen, dass er jetzt hier diese 87% und so weiter gekriegt hat. Und ich habe mir da in dem Moment gedacht, wenn der morgen nicht kommt, habe ich mir gedacht, dann würde ich meine Laudatio selber halten als alter Ego, weil ich habe ja eine zweite Persönlichkeit, die heißt Alfons Lafer. Und da würde ich mich wahrscheinlich eher durch den Kakao ziehen und komme hierher und frage, wo ist er? Ja, kommt nicht. Herzlichen Glückwunsch also an Alexander Hermann für die Auszeichnung. Und wir sind jetzt schon gespannt, wer 2020 diesen Orden bekommt.